Freunde, es war eines der verrücktesten Spiele der Bundesliga-Geschichte, würde ich sogar sagen. Erste Hälfte, 3 rote Karten, das gab es noch nie in der gesamten Bundesliga-Historie. Und die Bayern gewinnen am Ende unfassbar hoch gegen Darmstadt. Harry Kane, Dreierpack. Ja, Leroy Sané trifft doppelt, Musiala trifft doppelt. Jeder durfte mal in der zweiten Hälfte ran. Die Darmstädter taten mir leid. Und jetzt kommt das Kuriose. Ich fand, in der ersten Hälfte haben die gar nicht so schlecht gespielt. Es stand sogar 0:0. Die haben halt zweimal eine Notbremse gezogen. Wenn man bei den Bayern so ein bisschen ja mal das Haar in der Suppe suchen will. Joshua Kimmich, aber dazu kommt nochmal ein extra Video. Was ist gerade mit dem Jungen los? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er ist komplett unter seiner Form. Heute rote Karte geholt. Neuer wieder back. Comeback von Manuel Neuer. Er hat super gehalten, das, was aufs Tor kam. Also ich freue mich, dass er wieder da ist, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Er wurde ja oft so ein bisschen fertig gemacht, ja, wegen diesem Unfall, der ihm da passiert ist und dass er so lange ausgefallen ist. Aber ich feiere Neuer immer noch und ich sag euch, der wird wieder backkommen. In richtig guter Form, ist meine persönliche Meinung. Harry Kane muss ich nochmal loben. Dieses Tor. Habt ihr dieses Tor gesehen? Hinter der Mittellinie, zieht er ab, sieht, dass der Keeper weit vom Tor steht. Das ist so ein Tor à la David Beckham. Wer hat nochmal so ein Tor geschossen? Ein paar Leute haben so ein Tor geschossen, aber ganz wenige in der Fußballgeschichte. Hinter der Mittellinie zieht er einfach ab, das Ding ist drin. Also ich muss sagen, bisher Harry Kane, super Transfer bei den Bayern. Ich weiß immer noch nicht, ob ich 100 Millionen bezahlt hätte, aber er schlägt komplett ein. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.